Ja, ich bin der Walter Ulbrich, engagiere mich schon seit Jahrzehnten beim Brasilien-Hilfswerk Campo Limpo in Puchheim und auch beim Nord-Süd-Forum in Fürstenfeldbruck. Wenn wir wirklich auch für mehr Gerechtigkeit in der Welt sorgen wollen und auch die Umwelt und die Lebensqualität erhalten wollen, dann braucht es ein Umsteigen und zwar bei uns in den reichen Entwicklungsländern. Und da gibt es schon seit immer eine Tradition, dass wir im Rundbrief auch ein kleines Kapitelchen bringen, Anregungen zum Lebensstil bei uns oder auch Anregungen konkret in letzter Zeit, soll es jetzt die Politik richten oder was kann der Einzelne tun? Was bringt denn ein deutsches Tempolimit auf Autobahnen global? Das heißt, wirkt sich das auch auf der ganzen Welt aus? Und da ist nun mal jetzt Deutschland bekanntermaßen das letzte wirklich relevante Land ohne ein generelles, zeitlich unbegrenztes Tempolimit. Kein großer Fahrzeughersteller in allen Ländern kann es sich bisher leisten, bei insbesondere eben auch Premium-Modellen auf die Limit oder Nicht-Limit der deutschen Autobahn zu verzichten. Das heißt, die muss erreicht werden. Deutschland setzt hiermit internationale Standards und diese Standards sind ja auch mehr oder weniger auch als Begriff bekannt, so ungefähr mit der Mythos produced by on German Autobahn. Also letztlich das Auto ist für deutsche Autobahnen geeignet und kann damit in der Regel über 200, maximal vielleicht 250 Kilometer schnell fahren. Und diese Grundbedingung muss ja auch sicherheitstechnisch umgesetzt werden. Das heißt, das Fahrwerk, das Getriebe, die Motorisierung, die Bremsscheiben, die Reifen, die Geräuschdämmung, alles muss auf diese Geschwindigkeit ausgelegt sein. Jetzt weiß man ja, dass die kinetische Energie, die ein Auto hat, ausgebremst, sicherheitstechnisch ausgebremst werden muss und die steigt nun jetzt mal mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Das heißt, ein Auto, was maximal 140 Kilometer fahren kann, im Vergleich zu einem, was 200 Kilometer fahren kann, hat nur noch die halbe kinetische Energie. Das heißt, konkret alles kann leichter, die Motoren können schwächer ausgelegt werden und genau dieses sogenannte Downsizing, wie es dann auch in der Studie bezeichnet wird, würde sich dann global auswirken. Jetzt kann der gesunde Menschenverstand natürlich sagen, ja, das sehe ich ein, aber es müssen Studien her. Da gibt es ja momentan einige auch im Widerstreit, allein was auf der deutschen Autobahn eingespart werden kann, ohne diesen globalen Effekt, die reichen so von einer, ein komisches Maß, Millionen Tonnen CO2-Äquivalente bis von der FDP ist die Studie in Auftrag gegeben worden, bis zu etwa 6 vom Umweltbundesamt. Die alte Studie war aus dem Jahr 2007 und hatte damals, das hört man und staune, eine Entlastung von CO2 von 400 Millionen CO2-Äquivalenttonnen gebracht. Das erschien uns auch ein bisschen hoch, aber es gibt auf jeden Fall eine riesen Vervielfachung dieses Effektes, natürlich mittelfristig. Wir sind dann an die örtliche FDP herangetreten, an Stadtrat Koch, der auch schon mal in der Sitzung durchaus gesagt hat, er versteht es nicht, warum seine Partei so generell gegen das Tempolimit ist. Da kam dann eine Stellungnahme des FDP-Kreisverbandes, die auch auf unsere Anliegen überhaupt nicht groß einging, sondern einfach sagte, ein Tempolimit sei für sie nicht zwingend oder unbedingt zielführend. In den USA gibt es ja ein Tempolimit und trotzdem fahren da riesige Wohnmobils umeinander. Wir offerieren Technologie, Offenheit und setzen auf die automatische Erhöhung dieses CO2-Preises über den einsetzenden Emissionshandel. Ja, aber wenn überhaupt, der jemals wirksam wird für Brennstoffe erst ab 2026 kommen könnte, wo er wirklich wirksam werden könnte. Aber das ist ja alles nichts anderes als eine Verbrauchssteuer, die letztlich wieder den kleinen Mann am stärksten belastet.
Und da ist nur ganz wichtig jetzt, dass wir zum einen auf ein generelles Tempolimit setzen. Und freiwillig ist, dass jeder sagt, ich fahre ja sowieso bloß noch 120, was zum Beispiel bei Elektromobilen ja auch durchaus sehr schnell sichtbar wird, was das viel mehr verbraucht, wenn ich schneller fahre. Oder auch bei autonomen Verfahren werden ja die Bedingungen, die die ganze Technik und IT im Auto haben muss, extrem viel schärfer, wenn ich sehr schnellere Geschwindigkeiten, die ganzen Sensorik ausrichten muss. Also allgemein, es bringt nur natürlich mittelfristig etwas, wenn wir auch in Deutschland endlich runterkommen, zum Beispiel auf 120 und die Autos generell vielleicht maximal mit einem gewissen Sicherheitsabstand etwa 140 sicher sind und da dann einfach abgeschaltet werden. Zum Schluss, was uns ganz wichtig ist, es geht nicht nur allein um die Einsparung von CO2-Abgasen, sondern auch um die Einsparung von Rohstoffen. Und da kommt vor allen Dingen jetzt auch Brasilien ganz konkret dazu. Der Kautschuk ist ja auch nicht gerade umweltfreundlich, wird aber im Wesentlichen ja geringer, wenn die Reifen nicht so stark benutzt werden. Dann waren jetzt Minister drüben, die auch schon gucken überall, wo kann man denn jetzt auch Energie herholen, wo kann man Rohstoffe herholen. Vor allen Dingen auch an den Küsten Brasiliens weht ganz heftig Wind. Da könnte man ja Wasserstoff produzieren. Und all das kennen wir sehr gut von einem Projektpartner im San Francisco-Tal, wo eben auch in diesem Trockengebiet des Carajás relativ viel Bauern und Kleinbauern nur überleben, weil sie große Viehweiden haben, die dann mit Ziegen und auch Früchten geerntet, also Ziegen ernähren sich da von den Büschen und die Bäume können auch Frucht geerntet werden. Und da fahren jetzt ausländische Firmen massiv rein, bauen Windräder auf, graben nach Erzen, und die Kleinbauern werden von ihren Weiden abgeschnitten, in diesen Trassen reingebaut. Das heißt, der kleine Mann vor Ort bekommt von solchen Energie- oder Bergbauprojekten überhaupt nichts. Das ist Abschöpfung von außen, letztlich neoliberale Ausbeutung. Und auf dieses Argument, was wir auch gebracht haben, sind alle Antworten überhaupt nicht eingegangen. Und insgesamt müssen wir sagen, wir können doch unsere großen Ziele mit Energie Einsparung oder auch mit regenerativer Energieschöpfung, also letztlich die Klimaziele nicht erreichen, indem wir zunächst die ganze Welt ausbeuten und auch die wesentlichen Werkstoffe, die man dafür braucht, die noch leichter abbau sind, verwenden und zum Schluss soll das dann die ganze Welt nachmachen, wenn nichts mehr so leicht zu bekommen ist. Also insgesamt, wir setzen hier auch sowohl vom Camp Olimpo wie vom Nord-Süd-Forum aus auf die Erkenntnis, dass all unser Bemühen um Erhalt der Erde global gedacht werden muss. Und ein guter Start wäre einfach dieses zeitlich unbegrenzte generelle Tempolimit auf Autobahnen auf 120. Und das wäre ohne Wenn und Aber, da sind wir sowieso die Letzten dann auf der Welt. Und das würde ja überhaupt nichts kosten.